Willkommen bei Visite, liebe Zuschauer. Das nächste Thema könnte Ihnen den Appetit verderben. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel und der Zunahme der Leberkrankheit Hepatitis E in Deutschland. Hauptursache sind aus Sicht des Bundesinstituts für Risikobewertung rohe bzw. nicht ausreichend erhitzte Schweinefleischprodukte. Schlechte Nachrichten für viele, die gerne deftig essen. Ein Mettbrötchen zum Frühstück. Dieser Biss hat ungeahnte Folgen. Chris Leistner infiziert sich durch sein Frühstücksbrötchen mit dem Hepatitis E-Virus. Die Symptome spürt er wenige Tage danach. Es fing erstmal mit leichten Kopfschmerzen, Gliederschmerzen an, wo ich dachte, ja, es wird vielleicht eine Erkältung. Am nächsten Tag waren die Kopfschmerzen aber immer noch da. Und ja, es führt dann zu Appetitlosigkeit. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass die Haut gelb wurde. Beunruhigt geht er zum Hausarzt. Der untersucht sein Blut, denkt aber nicht an Hepatitis. Ja, eine Vermutung war zum Beispiel das pfeifersche Drüsenfieber, was erstmal ähnliche Symptome zeigen kann. Die Blutuntersuchung bringt kein Ergebnis. Sein Arzt überweist ihn in die Medizinische Hochschule Hannover. Seine Blutwerte werden nochmals überprüft. Die Spezialisten haben einen bestimmten Verdacht. Das Erste, was einem natürlich einfällt, ist der Verzehr von rohem Schweinefleisch oder Wildschwein, das nicht gut durchgegart ist. Haben wir auch schon Fälle gehabt. Alle Ärzte und insbesondere auch die hausärztlichen Kollegen müssen, glaube ich, häufiger an die Hepatitis E denken. Denn das Virus wird durch rohes Schweinefleisch übertragen. Das Ergebnis des Spezialtests ist eindeutig. Chris Leistner hat sich mit dem Hepatitis E-Virus infiziert. Ja, einerseits war es erstmal gut, einen Befund zu haben und man hatte jetzt was, aber man hat sich dann trotzdem gefragt, woher kommt das und warum habe ich das jetzt bekommen. Wissenschaftler schätzen, dass sich in Deutschland jährlich 300.000 Menschen mit dem Hepatitis E-Virus infizieren. Meistens über Schweinefleischprodukte wie kurzgereifte Rohwürste. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat Hepatitis E-Bestandteile in über 100 verschiedenen Wurstsorten nachgewiesen. Daraus ergibt sich, dass besonders rohe Fleischprodukte, rohe Innereien ein hohes Risiko darstellen für eine Infektion. Auch Rohwurstprodukte, die nur kurz gereift sind, wie Teewurst, Mettwurst oder auch Schweinemett, stellen ein hohes Risiko dar. Das Problem ist die Herstellung. Die kurz gereiften Rohwürste werden durch Gewürze, Salzen und Trocknung haltbar gemacht, aber nicht erhitzt. Die Viren können so überleben. Die Forscher sind selbst überrascht von dem Ergebnis. Jede fünfte Wurstprobe enthielt Spuren des Virus. Schweinefleisch wird vor der Verarbeitung nicht auf Hepatitis E getestet. So können die Viren in die Wurst gelangen. Die Technik, die wir verwendet haben, um das Hepatitis E-Virus in Schweinefleisch nachzuweisen, ist eine ziemlich aufwendige Technik und auch eine teure. Die kann man sicherlich nicht routinemäßig für alle Schweine, die in Deutschland zurzeit geschlachtet werden, anwenden. Befindet sich das Virus im Fleisch, überlebt es auch in Rohwürsten und Mett. Von dort gelangt es in unseren Körper. Es wandert über den Magen, in den Darm und dringt in die Blutbahn ein und landet in der Leber. Bei Gesunden werden die Viren von der körpereigenen Abwehr vernichtet. Bei immungeschwächten Menschen kann sich der Erreger ungehemmt vermehren. Neue Studien zeigen, dass es auch in Nieren zu finden ist. Das haben wir auch mit Tiermodellen zeigen können. Im Gehirn sind es zu finden. Einige Patienten haben neurologische Störungen unter einer Hepatitis E-Infektion. Tim Prelle lebt mit einer Spenderlunge, muss deshalb Immunsuppressiva nehmen, die seine körpereigene Abwehr unterdrücken. Er infizierte sich über Schweinefleisch und erkrankte an Hepatitis E. Ja, als dann diese Diagnose kam, da war ich total erstmal sprachlos. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Hepatitis E auch gibt. Ja, die Hepatitis E, die wird dann chronisch bei den Patienten mit Immunschwäche und kann sich dann über die Zeit auch dann zu einer entzündlichen Hepatitis entwickeln. Der Patient hatte ja hohe Transaminasen, hohe Leberwerte und dann kann es zur Leberzirrhose kommen. Und das kann natürlich sehr schnell verlaufen bei Personen, die Immunschwäche haben. Die Ärzte verordnen ihm ein spezielles Antiviruspräparat. Zum Glück schlägt das Mittel bei Tim Prelle an. Seine Leber kann sich wieder erholen.
4 Wochen später waren die Leberwerte normal. Und das war wirklich, unser Assistenzarzt hat sogar wow neben dem Befund geschrieben. Also es war sehr eindrücklich, wie gut das hier gewirkt hat. Das ist nicht die Regel, aber hier war das ein sehr schönes Beispiel, wie die Therapie sehr gut angeschlagen hat. Auf rohes Schweinefleisch wird Tim Prelle in Zukunft verzichten. Den Ärzten hier bereitet noch ein weiterer Infektionsherd große Sorgen. Blut- und Plasmakonserven. Das Spenderblut wird in der Regel nicht auf das Hepatitis E getestet und kann so frisch operierte Menschen gefährden. Gerade Herztransplantierte erhalten auch mal häufiger Bluttransfusionen. Und das kann auch ein Grund sein, warum wir hier in Hannover auch eine höhere Rate an chronischen Hepatitis E-Virus-Infektionen bei Herztransplantierten gesehen haben, als zum Beispiel bei anderen Organtransplantationen. Zurzeit diskutieren die Mediziner, ob in Zukunft Blutkonserven wenigstens für immungeschwächte Risikopatienten auf Hepatitis E getestet werden sollten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, um eine Infektion durch Schweinefleisch zu vermeiden, keine rohen Wurstprodukte zu essen und das Fleisch über 70 Grad zu erhitzen. Ja, ich freue mich jetzt sehr, dass Professor Wedemeyer im Studio ist. Schön, dass Sie da sind. Sie haben im Film eben gesagt, Ärzte müssen häufiger eben auch an eine Hepatitis E-Infektion denken. Aber wie ist das? Kann auch der Laie oder sollte auch der Laie bei bestimmten Symptomen daran denken? Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Es gibt jetzt nicht ein Symptom, das ist Hepatitis E. Die Symptome kommen meistens erst so nach einiger Zeit und dann haben die Patienten vielleicht eine Müdigkeit, sie fühlen sich nicht so fit, man ist abgeschlagen. Das zieht sich 2, 3, 4 Wochen hin und wenn das auftritt, dann sollte man vielleicht zum Hausarzt gehen. Der kann mal die Leberwerte untersuchen und wenn die erhöht sind, dann kann man das Virus direkt nachweisen. Mhm. Wenn man jetzt so ein Mettbrötchen oder ein Brot mit Teewurst vor sich liegen hat, kann man dem irgendwie ansehen, dass da sowas drinsteckt oder das irgendwo herleiten? Also weil es vielleicht im Bioladen gekauft ist, ist es nicht betroffen oder wie ist es? Das wäre schön, das wünschen wir uns, ist aber leider nicht so. Letztlich kann man sagen, Schweinefleisch, was nicht erhitzt ist auf mindestens 70 Grad, wie Herr Jone eben im Beitrag dargestellt hat, der das ganz viel untersucht, kann jedes Fleischprodukt infiziert sein. Ob vom Bioladen, ob von der Theke im normalen Supermarkt, das können wir von außen leider nicht unterscheiden. Und wie sieht's aus mit luftgetrocknetem Schinken jetzt und Salami? Ich esse das auch furchtbar gerne. Steckt da auch was drin? Muss man da die Finger von lassen? Ja, es gibt auch Produkte in Frankreich, wo so luftgetrocknete Schweineprodukte auch sehr en vogue sind. Und auch da hat man Viren nachgewiesen. Also selbst das, Lufttrocknung schützt nicht vor infektiösen Viren. Wer muss denn nun besonders aufpassen? Das Problem ist, dass nicht jeder wird jetzt krank. Und wir haben eben gehört, 300.000 Infektionen pro Jahr in Deutschland. 295.000 laufen komplett asymptomatisch. Das heißt, wenn Sie oder ich mit dem Virus in Kontakt kommen, dann werden wir wahrscheinlich nicht krank. Wir werden es wahrscheinlich gar nicht merken. Das Problem ist auf der einen Seite Patienten, die ein eingeschränktes Immunsystem haben. Transplantierte Patienten, Patienten, die vielleicht eine rheumatische Erkrankung haben und eine Immunsuppression benötigen. Es gibt Menschen mit einem angeborenen Immundefekt. Bei denen kann es zu einer besonders aggressiven Form der Hepatitis E führen, in der frühen Phase. Aber da heilen die Menschen es auch nicht spontan aus. Es führt zu chronischen Verläufen und dann kann sich eine Lebervernarbung einstellen bis hin zu einer Leberzirrhose. Sind davon eventuell auch Menschen betroffen, die einfach mehrere Krankheiten haben? Je älter man wird, desto häufiger kommt es ja vor, dass man auch schwer herzkrank wird und dann noch was mit der Lunge kommt. Sind die auch besonders gefährdet? Ja, es gilt ja für jeden Menschen, der viele Erkrankungen hat, wenn man dann irgendwas obendrauf kriegt, eine Infektion, ein Grippevirus, dann kann das schon das Fass zum Überlaufen bringen. Das gilt auch für die Hepatitis E, wo auch für deutsche Kohorten schon gezeigt wurde, wenn man eine andere Lebererkrankung hat, eine Leberzirrhose aufgrund eines Virus, eines anderen Virus oder einer Fettleber, wenn diese Menschen dann obendrauf noch eine E bekommen, dann kann es zu einer, was wir Dekompensation nennen, kommen. Und dann funktioniert die Leber nicht richtig und dann haben wir wenig Optionen. Läuft das fast dann über, ne? Mhm. Sind wir bei anderem Fleisch sicher? Rindfleisch zum Beispiel? Oder? Ja, bis vor 2 Monaten habe ich gesagt, absolut sicher. Und dann gab es eine Arbeit aus China, die ist publiziert worden, die auch Hepatitis E in der Milch von Kühen gefunden hat. Aber jetzt gleich Entwarnung. Unsere Kollegen von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover haben schon über die letzten Jahre gesammelt 400 Proben von frischer Milch untersucht, haben es nicht gefunden. Also in Deutschland ist Milchprodukte und auch Rindfleisch wahrscheinlich sicher.
Ganz klein ist wahrscheinlich, habe ich da gehört. Aber Sie würden es auf jeden Fall trinken und essen. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ganz kurz zum Schluss noch. Immungeschwächte, für die ist das ein Problem. Mhm. Sollten da nicht wenigstens die Blutkonserven aber heute, wenn ein Mensch so etwas braucht, untersucht werden? Ja, muss man da nicht rangehen? Wir diskutieren das intensiv zurzeit. Und ich bin eindeutig der Meinung, dass Menschen, die ein besonderes Risiko haben, die immungeschwächt sind, wenn die ein Blutprodukt brauchen, warum auch immer, dass wir das, dass das sicher sein sollte und das sollte auf Hepatitis E untersucht sein. Und da arbeiten Sie auch mit? Da arbeiten wir dran. Da gibt es verschiedene Gremien, wo das dann umgesetzt wird. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei. Schönen Dank, Herr Professor Wedemeyer. Vielen Dank. Liebe